Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Weiter geht's ja hier mit Teil 2 vom Planet Express. Hiermit schließen wir den Bau jetzt komplett einmal ab. Wenn du Folge 1 suchst, findest du wie immer die oben einmal in der Infobox oder auch am Ende gibt's nochmal die Playlist dazu. Schnapp dir deine Blöcke und dann bauen wir mal weiter. Um unser Planet Express weiterzubauen, holt euch einfach wieder ein bisschen roten Beton raus, gelbe Keramik, brauner Zement, braune Keramik, dann ein paar polierte Schwarzsteinstufen, grauer Beton, polierte Andesit-Treppen, davon nochmal die Stufen und glatter Sandstein. Wir fangen wie immer erstmal mit dem Grundriss an, dabei nehmen wir jetzt unseren roten Betoneimer raus, fliegen auf die Rückseite von unserem Turm. Wir wissen ja, wir hatten ja hier diese 7er Fläche, dann haben wir die 1er und die 2er. Ab der 2er Reihe geht's los, da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke. Erstmal nach hinten weg, andere Seite auch 10 Blöcke weg. Ihr könnt das gerne schon mal miteinander verbinden. Und das wollen wir auch erstmal hochziehen auf eine Höhe von 11 Blöcke. Das heißt, wir zählen mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, diese 11 Blöcke können wir jetzt einmal nach vorne ziehen zu unserem Turm und lassen es ineinander laufen. Das heißt, ihr zieht das nicht nur so weiter, sondern richtig ran. Die andere Seite könnt ihr dann auch einmal ranziehen. Die Mitte lasst ihr einfach frei. Die müsst ihr nicht zuziehen, die wollen wir ja später sowieso, sage ich mal, zubauen. Das heißt, jetzt nehmen wir einmal unsere gelbe Keramik zur Hand und können jetzt an der Seite nochmal zwei weitere Blockreihen hiervon platzieren. So, die ziehen wir auch einmal komplett ran und können auch hier, zack, das auch einmal nach innen überstehen lassen. Ihr könnt gerne das hier so machen, dass es auch richtig in den Turm hineinläuft, ne? Dass ihr das hier einfach mal miteinander verbindet. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Sobald wir das denn hier erstmal erledigt haben, sind wir hier vorne erstmal fertig und gehen jetzt hier nach hinten weiter über, dass wir uns hier wieder einmal alles vorziehen. Ich würde mal sagen, wir fangen am besten so an, dass wir jetzt hier erstmal zack eine Reihe komplett nochmal auf der gleichen Ebene nach hinten ziehen und jeweils zur Seite nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke gehen. Andere Seite auch nochmal, zählen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. So, jetzt gehen wir nochmal nach hinten und setzen 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke ran. Insgesamt haben wir 6 Blöcke. Auf der anderen Seite setzen wir auch nochmal 5 Blöcke ran. Dann gehen wir wieder zur Seite. 1, 2, 3, 4, dass wir hier nur 5 Blöcke haben. Andere Seite auch. 4 Blöcke ran, 5 Blöcke haben wir. So, jetzt gehen wir einmal nach hinten weg. Jetzt müssen wir ein bisschen zählen. Also aufgepasst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Ups, das ist geleckt, also 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So, 31 Blöcke geht hier nach hinten, insgesamt haben wir 32 Blöcke. Dann gehen wir wieder 1, 2, 3, 4 Blöcke einmal nach außen und wieder 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke nach hinten und haben hier wieder 6 Blöcke. So. Um uns jetzt hier diese Mitte zu ersparen, zu zählen, müssen wir jetzt einfach nur die andere Seite synchron hinterherziehen. Wie gesagt, da achtet ihr einfach drauf, wie es drüben ist. Na, dann müssen wir hier nochmal 4 Blöcke rausgehen, 5 Blöcke nochmal nach hinten weg. Wunderbar, und dann passt es. Das ziehen wir dann alles einmal zu und kommen jetzt da noch zu, das Ganze hochzuziehen. So, wir haben hier, sage ich mal, so eine Form wie ein Knochen. Und diesen Knochen wollen wir jetzt aufteilen in Vorderfront und Hinterfront. Also, oder die beiden äußeren Reihen, die können wir jetzt erstmal gleich hochziehen. Und zwar, ich markiere mir das hier kurz mal ab. Und zwar wollen wir jetzt die Vorder- und Rückseite erstmal machen, weil die komplett identisch ist. Die könnt ihr auf eine Höhe ziehen von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Blöcke vom Boden aus geht es denn hier nach oben. Das können wir hier alles einmal hochziehen. Ihr braucht nicht jede Seite komplett zu befüllen, da wir ja, sag ich mal, hier eine Fläche haben, die müsst ihr nicht zuziehen. Und auch auf der Seite könnt ihr einen gewissen Bereich freilassen. Ich habe gerade noch überlegt, wir haben ja, sag ich mal, ja auch diesen Kopierblock. Und wenn ihr ein bisschen bauvoll seid und denkt so, ah, ich möchte das jetzt nicht unbedingt noch nach hinten setzen, könnt ihr auch ganz einfach euch das kopieren. Hier eine Breite natürlich von 6, Höhe hatten wir ja 17, jetzt ist das ein bisschen tiefer, also 18. Dann kopieren wir uns das einfach mal rüber, würde ich sagen. Wenn einer noch nicht weiß, wie diese Blöcke funktionieren, verlinke ich euch wie immer ein Video, dann könnt ihr das nochmal nachschlagen. So, 1:1 mir mal schnell rüber kopiert. Das ist aber nicht alles, was wir natürlich machen wollen. Natürlich müssen wir da oben noch die Abrundung machen. Wenn ihr es aber von Hand baut, könnt ihr wie gesagt den inneren Bereich freilassen. Hier sieht man es ganz gut. So um die 5 oder 6 Blöcke darüber könnt ihr zuziehen. Den restlichen Bereich, wenn ihr es per Hand macht, könnt ihr unten offen lassen.
Na gut, kommen wir jetzt dazu, hier oben auch so einen kleinen Bogen uns zu machen. Der ist ganz einfach aufgebaut. Wir machen es auf einer Seite gemeinsam. Die andere Seite kopiere ich mir einfach rüber. Das Maß dazu gebe ich euch dann auch wieder gleich. So, wir fangen erstmal an. Die erste Reihe lassen wir in Ruhe. Ab der zweiten machen wir dann hier so eine Zweierreihe rauf. Das Spiel wiederholen wir nochmal, dass wir hier dann auch wieder gleich eine nächste Reihe raufsetzen. Dann kommt jetzt eine Einerreihe. Die können wir dann auch wieder einmal rüberziehen. Und jetzt wiederholt sich das Spiel. Jetzt legen wir die Zweier einfach mal hin. Das heißt, ihr setzt eine Reihe rauf, lasst zwei Blöcke jetzt frei, nächste Reihe rauf und dann lasst ihr wieder zwei Blöcke frei. Und dann sollten wir hier oben in der Mitte sieben Blöcke haben. Wunderbar, das passt schon mal. Ich stelle mich hier kurz einmal hin. Wer will, kann sich wie immer einmal anhalten. So, auf der gegenüberliegenden Seite ziehen wir nochmal das Maß genauso hinterher. Sobald ihr das dann auch erledigt habt, bleibt nur eins übrig und zwar die Mitte noch einmal zuziehen. Wunderbar, bei mir ist das jetzt alles zugezogen. Ich würde es mir aber jetzt gerne nochmal rüber kopieren. Das Maß dafür ist auch ganz einfach. Ihr nehmt die Breite 6, Höhe 26 und Tiefe 25. Kommt darauf an, ob ihr den jetzt genau auf dem Boden platziert habt. Dann müsst ihr ja noch eine Reihe mitrechnen, sonst wären es 25 Blöcke. So, ich mache es mir mal wieder einfach und kopiere es mal einfach rüber. Kann ja jeder für sich entscheiden, ne? So, voilà. Und schon habe ich drauf meinen Halbbogen. Nun kommen wir dazu, noch die Seiten uns natürlich hochzuziehen. Die sind jeweils auch immer identisch. Wie wir uns die dann kopieren, zeige ich dir auch. So, aber eine Seite müssen wir erstmal noch von Hand machen. Hier setzen wir eine Höhe von 1, 2, ups, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke. So, 15 Blöcke hat das Ganze. Dann ziehen wir das einmal komplett zur anderen Seite und müssen hier die Wand erstmal ausfüllen. Sobald ihr die Wand soweit hochgezogen habt, nehmt ihr wieder eure gelbe Keramik und könnt ihr nochmal zwei weitere Reihen hier oben drauf platzieren. Die sollten aber schon überstehen, also nicht genau auf der Wand setzen, sondern einmal davor. Es geht immer noch weiter mit unserer Keramik. Und zwar lasst ihr darunter einfach zwei Blöcke Platz und könnt ihr hier die eine Reihe komplett mit der Keramik austauschen. Ohne natürlich das andere Gebäude kaputt zu machen. Da führt ihr dann natürlich die Keramik einmal rein. Lasst darunter wieder, wie wir zählen mal mit, 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz. Ab der vierten Reihe lasst ihr von der Hauswand zwei Blöcke Platz und könnt ihr hier einmal eine Keramikreihe langziehen. Bei dieser Keramikstrebe könnt ihr auch gleich eure polierten Stufen hier einfach nehmen und die hier an den untere Reihe des Blockes einmal langziehen. Sobald wir denn diesen Bereich hier ausgefüllt haben, bleiben wir noch bei der Stufe und können die jetzt einfach mal, beim zweiten Block hier platzieren, ne, dass wir hier eine Blockreihe darunter Platz lassen. Ziehen das hier auch nochmal zur anderen Seite. Aber wir sind immer noch nicht fertig. Wir haben noch eine Sache vor uns und zwar wollen wir uns noch Fenster reinbauen. Dafür nehmen wir unsere Sandsteinstufen. Wir lassen an der Seite zwei Blöcke Platz und schlagen immer ein 2x3 Fenster rein. Danach lassen wir immer vier Blöcke Platz und hauen wieder solch ein Fenster rein. Insgesamt sollten wir denn, wenn wir den Abstand immer einhalten von vier Blöcke, insgesamt fünf Fenster erhalten. So, zu guter Letzt passt hier noch eins hin und hier haben wir wieder zwei Blöcke. Wunderbar, da platzieren wir jetzt unsere Stufen unten wie oben einmal hin. Und wenn wir das denn soweit haben, wollen wir diese Wand nochmal auf die andere Seite setzen. Dabei wollen wir jetzt aber nicht diese Plattform mitkopieren. So, wie machen wir das wieder am besten? Erstmal gucken wir, wie unser Kopierblock ausgerichtet ist. So nach vorne. Dann gehe ich jetzt hier einmal hin. Ja, wie wir die Wand jetzt einmal rübersetzen. Das Maß ist wieder ganz einfach. Wir haben eine Länge von 30, Höhe 15 und natürlich Breite 12. Ne, um uns diese Wand jetzt einmal rüberzusetzen. Dabei setzen wir diesen Kopierblock genau an der gleichen Stelle an, wo wir es kopiert haben und können dann jetzt hier unsere Wand einfügen. Sehr schön. So, jetzt habe ich hier einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe mir meinen Boden mitkopiert. Ja, ich glaube aber bei euch wäre dann alles noch Gras, von daher ist das glaube ich nicht so wild. Na gut, ich habe mir das hier wieder berichtigt. So, ich muss hier nochmal eine weitere Betonreihe raufsetzen, weil ich das glaube ich doch ein bisschen tiefer mir kopiert habe, aber ist nicht so wild. So, insgesamt haben wir dann hier 15 Blöcke, wie gesagt. Und obendrauf setzen wir noch zweimal hier unsere Keramik. Bevor wir jetzt anfangen und, sag ich mal, den weiteren Gebäudekomplex hier einmal rauszubauen, ziehen wir jetzt erstmal das Dach rauf. Dafür nehmen wir unseren braunen Zement, fangen an der Seite an und ziehen uns die Vorform, also vom Dach erstmal vor. Wir haben 3, 1, 2 und hier oben die Mitte. Und da geht's auch. 2, 1 und 3. Sobald ihr das habt, machen wir das auch nochmal auf der anderen Seite. Wir zeichnen uns das gleich erstmal auf beiden Seiten vor. Und wollen uns das dann natürlich jetzt noch einmal zur Mitte ziehen. Und das hat jetzt ein Maß von insgesamt 9 Blöcke. Muss ich nochmal zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wunderbar. Gucken wir nochmal hier in der Mitte.
super passt. Also 9 Blöcke können wir das hier einmal rausziehen auf beiden Seiten. Wenn ihr beide Seiten dann rausgezogen habt, nehmt ihr jetzt einmal die braune Keramik und könnt hier nochmal einen weiteren Rand zeichnen. Haben wir dies wieder erledigt, geht es wieder weiter mit dem braunen Zement. Jetzt wollen wir uns hier den Innenbereich natürlich ein bisschen kleiner bauen, also ein bisschen niedriger. Wir fangen jetzt erstmal an, uns eine Reihe hier vorne ranzusetzen. Gleich danach setzen wir eine Zweierreihe dahinter. Nach dieser Zweierreihe setzen wir wieder eine Zweierreihe. Diesmal legen wir die aber einfach mal hin. Wir müssen danach hier oben drauf nur noch eine 7er Fläche uns einmal langziehen. Wunderbar. Und das ziehen wir dann hier wieder zur anderen Seite. So, oben habe ich mir das einmal ausgefüllt. Muss natürlich hier die andere Seite nochmal zuziehen. Und das machen wir eigentlich genau das gleiche Maß. Es wird ja auch so ein bisschen an der Seite vorgegeben, wie wir uns die Zweier natürlich hinlegen. Immer auf die offenen Bereiche, ne? Zack. Sieht man ganz deutlich. Und die ziehen wir dann auch einfach rüber. Nun haben wir das Dach fertig. Kommen wir jetzt zu noch der Seite, wo wir noch ein bisschen was machen müssen. Zuerst wollte ich hier noch einmal den braunen Zement verbauen. Und zwar unter diesem Fenster hier lasst ihr einfach 2 Blöcke Platz und dann schlagt ihr hier einfach insgesamt 4 Blöcke weg und könnt nach innen gesetzt einfach schon mal hier eine Tür reinbauen. Bevor wir uns aber jetzt ranmachen an die Terrasse, möchte ich mir gerne noch den Komplex machen, der, sag ich mal, ins Wasser geht. Hierbei nehmen wir jetzt einfach unseren roten Beton zur Hand und dann gucken wir... Ach, nehmen wir mal da, wo wir schon unsere Tür haben. So. Da gucken wir mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke lassen wir Platz, ab den 9. setzen wir hin. So, dann lassen wir nochmal ein paar Blöcke Platz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Blöcke Platz lassen, 13er setzen wir hin. Hier müssten dann eigentlich auch 8 Blöcke sein. Ja, passt, wunderbar. So, hiervon, naja, ich kann euch gerne schon mal die Höhe sagen. Also die Höhe machen wir insgesamt auf 5 Blöcke hoch. So, andere Seite auch 5 Blöcke und ihr seht schon ganz gut, das passt hier ganz gut mit der Tür. Jetzt wollen wir das natürlich noch nach vorne ziehen, auf eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Quatsch, ich wäre jetzt fast schon so weit, 15 Blöcke insgesamt. So, ich ziehe nochmal auf der anderen Seite, nicht, dass ich mich verzählt habe. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, kam ein bisschen durcheinander, weil hier wollen wir es natürlich noch ein bisschen tiefer setzen. Naja gut, wir haben die Länge 15 Blöcke, Höhe 5 Blöcke und das können wir hier auf beiden Seiten erstmal hochziehen. Jetzt wollen wir natürlich das einmal hier so ein bisschen abrunden, dass es nach unten geht. Dabei nehmen wir jetzt das Maß, dass wir jetzt hier von außen, jetzt zeige ich euch das mal ein bisschen hier deutlicher, einfach mal so 2 Treppen hier runtergehen, immer mit einer Zweierfläche. Oh, dann machen wir hier ein Einer hin. So, und jetzt muss ich gucken, wie tief ihr hier gehen könnt, weil sonst geht ihr hier einfach noch ein bisschen tiefer. So, dass wir das haben. 2, 2, 1, dann kommt hier ein Zweier und nochmal der letzte Zweier. So könnt ihr euch das dann einfach tiefer setzen. So, andere Seite auch. Ne, wir gehen hier einfach mal 2 Etagen tiefer. So, immer eine Zweierfläche. Dann kommt hier der Einer hin. Und dann macht ihr euch einfach nur nochmal so Zweier einfach die runtergehen. Jetzt gibt es ja auch Leute, die können auf ihrer Welt nicht gerade tief buddeln. Höchstens 3 Blöcke. Ich glaube, ihr kennt das alle. Falls es der Fall ist, müsst ihr euch das Gebäude anpassen. Entweder ihr müsst es euch nach oben setzen, also auf irgendeinen künstlichen Berg. Oder ihr müsst es euch einfach anpassen, wie tief halt eure Welt ist. Ne, 3 Blöcke. Hier wären jetzt, sag ich mal, 2, bin ich jetzt mal ausgegangen, hier 3. Dann wäre ja, sag ich mal, hier Sense. Würde also auch noch passen. Na? Also auch wenn ihr 3 Blöcke tief buddeln könnt und euch, sag ich mal, keinen künstlichen Berg machen wollt, würde das auch noch gehen. Ja, dann wäre hier, sag ich mal, der Grund. Ne, dann müsst ihr euch vielleicht ein bisschen mehr Wasser platzieren, als es beim Original ist, aber sonst würde das auch noch gehen. Na gut. So, hier vorne mache ich mir das einmal nochmal dicht, dass hier so die Kante ist. Zum Glas verbauen kommen wir noch, auch wenn hier so ein bisschen Glas ist, aber das müsst ihr erstmal ein bisschen ignorieren. Ich würde noch sagen, hier oben die letzte Reihe könnt ihr gerne nochmal zubauen. Jetzt geht es weiter, dass wir die Terrasse bauen. Dabei nehmt ihr nochmal eure Schwarzsteinstufen zur Hand. Wir wollen uns erstmal den Boden hier platzieren, das heißt, wir setzen das jetzt auf der Höhe unter unserem, ja, unter unserer Tür hier einfach mal gesehen oder auf der Ebene hier von unserem Vorbau. Hier könnt ihr insgesamt 4-mal unsere Stufen nach vorne ziehen, also genauso wie wir das jetzt hier haben. So, den Bereich können wir dann auch einmal nach hinten ziehen. Die Mitte, sag ich mal, jetzt von diesem Komplex müsst ihr nicht den Boden ziehen, weil das sieht man sowieso nicht. Das wäre Quatsch, wenn ihr euch da jetzt Mühe macht, das zu befüllen. Na gut. Jetzt wollen wir das Ganze einmal nach vorne setzen. Und zwar müssen wir erstmal hier gucken, wo haben wir hier 7 Stufen. 7 hier, 7 da. Also hier wäre dann die 8.
So, ab der 8. könnt ihr nach vorne gehen und zwar insgesamt 9 Stufen. Zählen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wunderbar. So, zur anderen Seite geht es auch. Hier zählt ihr auch nochmal bitte 9 Stufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das können wir dann hier einmal zack. Ja, würde ich sagen, erstmal hier das Feld komplett zuziehen. Also auf der Seite können wir es komplett zuziehen, auf der anderen Seite nicht. So, die Seite habe ich schon mal. Die hier braucht ihr nicht. Ihr könnt euch symbolisch gerne hier einmal das so zuziehen, wenn ihr wollt. Jetzt platzieren wir darauf eine weitere Stufenreihe. Diesmal aber komplett auf der ganzen Fläche, die, sag ich mal, die Stufen umfasst. Nun wollen wir uns bei dieser Fläche auch noch ein Geländer bauen. Dafür nehmt ihr euren grauen Beton. Wir fangen an der Seite an. Hier lasst ihr gerne eine Stufe erstmal Platz und danach immer zwei Stufen Platz lassen. Ihr werdet sehen, das wird perfekt aufgehen bis zur anderen Seite. Wir kommen hier immer schön an den Ecken an und ziehen uns das jetzt einfach rüber. Und jetzt bitte nicht verwirrt sein, warum das jetzt hier nicht so ganz aufgeht. Ihr lasst trotzdem immer noch zwei Stufen Platz und zieht es einfach hier weiter. Und dann kommt ihr hier drüben an und habt, wie wir gestartet haben, hier noch eine Blockreihe Platz. So, hier drauf könnt ihr jetzt wieder eine weitere Stufenreihe euch einmal setzen. Wunderbar. Dann sind wir jetzt mit der Terrasse fertig. Und jetzt müssten wir das hier vorne nochmal bearbeiten, denn mir ist aufgefallen, ich habe hier ein bisschen zu viel mehr hingesetzt. Ist jetzt aber nicht so wild. Ich habe mir nochmal die polierte Schwarzsteintreppe rausgeholt und zwar tauschte hier nochmal diese vorderste Stufenreihe durch eine umgedrehte Treppenreihe raus. So, jetzt passen wir es nochmal an. Wir lassen nach der Treppenreihe einen Block hier, denn 2, 2, 1, 2 und hier nochmal 2. Und dann hier unten, zack, nochmal eine Blockreihe. So, ich habe mich eben schon gewundert, dass es doch ein bisschen zu lang ist. Wir machen es nochmal, also einer nach unserer Treppenreihe, dann der Zweier, Zweier, Einer, Zweier und Zweier. Und dann könnt ihr gerne hier unten noch, sag ich mal, einmal nach vorne überstehen lassen oder auch nicht. Das ist dann wieder so eine Sache, wie ihr euch dann, sag ich mal, hier das Wasser macht. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht, dass das hier einmal nur übersteht. Nee, das reicht schon so. Ja, den Rest, den füllen wir dann später noch mit Glas aus. Nun machen wir weiter mit den ganzen Tanks, die, sag ich mal, hier an unserem Planet Express platziert sind. Eine befindet sich hier unter unserer Tür. Ihr lasst einfach zur Seite drei Blöcke Platz, dann schlagt ihr hier vier Blöcke hin von unserem grauen Beton. Das Ganze machen wir auf eine Dreierfläche nach vorne. Das können wir jetzt auf auch einer Dreierhöhe hier einfach mal platzieren. Und dann haben wir noch gerade so eine Reihe Platz für noch eine weitere Betonreihe. Und hier könnt ihr euch dann einfach hier, würde ich sagen, dass es so ein bisschen abgekantet ist, auf der Vorderseite machen. Nehmt noch ein bisschen polierte Andesitstufen, die könnt ihr hier nochmal in der Mitte von unserem Tank platzieren und das einmal zur Hauswand anschließen. Ein weiterer Tank befindet sich gleich hier vorne. Hier lassen wir einfach mal eine Reihe Blöcke Platz. Dann setzen wir uns hier auf einer Fläche von 3x2. Unser Feld hier mit unserem Beton hin. Machen wir gleich auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke. Dann wollen wir hier oben drauf auch wieder alles einmal machen, dass es so nach vorne ein bisschen abgerundet ist. Hier könnt ihr das einfach mal oben zur Seite einmal ziehen. Lasst zwei Blöcke an der Seite Platz. Geht nochmal zwei nach oben, zwei zur Seite. Und könnt ihr nochmal eure Polyanisit-Treppe hinsetzen. Von der Treppe lasst ihr eine Blockreihe Platz. Und schlagt hier einfach mal ein 4x4 Feld rein. Das wird hier nochmal ein Fenster werden. Da könnt ihr gerne nochmal eure Stufen hier nehmen und die oben und unten nochmal platzieren. Und dann sind wir hier fertig und begeben uns jetzt einmal hier oben noch auf dieses Dach. Das wollen wir auch gleich einmal zumachen. Nehmt dafür einfach hellgrauen Beton. Den habe ich mir jetzt einfach nochmal rausgeholt, weil ich ja nicht immer so viel Platz in der Hand habe. Ne? Muss man immer mal gucken, wie man die Blöcke einfach ranbekommt. Ja, wie gesagt, also da passt ganz gut der hellgraue Beton dazu. Könnt ihr gerne nehmen. Den füllt ihr dann hier vorne einmal aus. Und ihr könnt auch gerne hier einmal so ein paar Blöcke nochmal austauschen, dass das, sag ich mal, in den Turm so ein bisschen reinläuft. Was natürlich übersteht, hier über der Ebene braucht ihr nicht machen, halt einfach nur was auf der Ebene ist. Hier drauf wollen wir uns auch nochmal einen Tank basteln. Nehmt dafür wieder euren grauen Beton, lasst einfach einen Block hier zur Seite Platz. Hier wollen wir jetzt eine Fläche machen von 7x5. 7 habe ich in der Länge und 5 nehme ich dann hier in der Breite. Das müssen wir jetzt nicht komplett ausfüllen, einfach nur die Seiten auf eine Höhe von 3 Blöcke machen. Und dann könnt ihr auch gleich einmal oben die Decke zuziehen. Sobald wir das hier oben zugemacht haben, wollen wir noch nicht gleich das Rohr anbringen, sondern wir fliegen jetzt hier auf der anderen Seite mal hin und wollen hier nochmal zwei Tanks platzieren, immer auf dem Fundament von 3x2. Dazu lassen wir mal zwei Blöcke Platz und setzen jetzt nochmal hin. Die setzen wir dann ganz einfach auf eine Höhe von 3 Blöcke und können oben drauf auch wieder das einmal machen, dass es so nach vorne gerichtet ein bisschen abgerundet ist. Den zweiten bauen wir einfach mal genauso hin wie den ersten. Dann wollen wir da zwei Rohre machen, die nach oben gehen. Lasst ihr dann noch so um die zwei Blöcke hier einmal Platz. Könnt ihr hier einmal denn zu unserer Hauswand verbinden. Hier ist noch ein zweites Rohr. Da würde ich sagen, das lassen wir ein bisschen so nach oben laufen. Sollte denn hier, sag ich mal, so, einfach mal anstoßen.
Die Abgründe oder diese Knicke verbessern wir nochmal mit unseren Andesit-Treppen. Hier haben wir auch nochmal einen Knick, setzen wir auch nochmal was dran. Und ich würde sagen, hier verbinden wir das Rohr noch mit nach unten. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich auf der anderen Seite das abgerundet? Ja, habe ich abgerundet. Kleine Kontrolle, aber es passt. Wunderbar. Dann befindet sich noch ein weiterer Tank, jetzt sage ich mal hier vorne auf der Reihe. Wir bleiben dann immer noch bei unserem Beton. Ich fliege jetzt einfach hier vorne an die Ecke hin, setze mir einfach so ein 2x2 Feld. Das hat eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Blöcke. Hier können wir dann einmal den Tank einmal anbringen. Sobald wir das geschafft haben, wollen wir den noch ein bisschen besser anschließen. Lasst auf der Vorderseite einfach 5 Blöcke Platz. So, erstes Rohr, nochmal 2 Blöcke, ein zweites Rohr. Das könnt ihr dann hier einmal zur Hauswand verbinden. Nehmt da wieder eure Treppen für den Knick. Nehmt nochmal ein paar Stufen raus. Und dann wollen wir das, sag ich mal, noch hier einmal nach vorne ziehen. Da nehmen wir dann einmal unsere zwei Andesit-Stufen und verbinden es einfach nochmal ein bisschen besser mit dem Haus. So, die letzten Blöcke, dann haben wir unser Planet Express fertig. Hierzu holt ihr euch noch ein bisschen Glas raus, verwendet wieder die Blöcke und Glasscheiben, wie ihr die, sag ich mal, schon beim Turm verwendet habt. Bei mir ist es halt das Türkise. Dann holen wir uns noch einen Steinknopf raus, polierte Schwarzsteinmauern, die finde ich ganz passend, und nochmal unseren türkisen Zement, was wir ja auch schon verwendet haben. Verbauen wir erstmal das, was schnell weggeht. Zum Beispiel der Knopf ist nur dafür gedacht, dass wir den bei unserer Tür anbringen. Die polierten Mauern, die wir haben, die wollte ich mir gerne auf der anderen Seite noch anbringen für unser Geländer. Lass dazu einfach an der Seite wieder einen Block Platz, setzt sie hin und dann immer zwei Blöcke Platz lassen. So solltet ihr wieder perfekt aufgehen zur anderen Seite, weil hier sollte es denn so sein, dass wir hier wieder nur einen Block haben. Wunderbar, geht also perfekt auf. Der türkise Zement ist dafür gedacht, hier vorne, sag ich mal, unseren Steg ein bisschen abzustützen. An der Seite lasst ihr einfach zwei Stufen Platz. Danach lasst ihr dann insgesamt 7 Blöcke oder Stufen Platz, wie man immer zählen möchte. So, nehmt dafür auch gerne immer einen Hilfeblock, dann geht das einfacher. Auf der anderen Seite auch. Erst 2 Blöcke Platz lassen und dann lasst ihr einfach 7 Blöcke Platz. Was haben wir hier in der Mitte? Na, das sind hier 8 Blöcke. Ne? Also geht einfach am besten von den äußeren Seiten aus. Gut. Ja, zu guter Letzt bleibt natürlich nur unser Glas übrig. Ich empfehle euch, die Glasblöcke, sag ich mal, zum Beispiel hier bei diesem Fenster einfach mal zu verwenden. Habt ihr soweit denn die Fenster hier innen schon mal platziert, haben wir noch ein weiteres größeres Fenster hier auf der Seite. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Von daher platzieren wir auch nochmal hier unsere Blöcke. Wunderbar, dann haben wir das auch erledigt. Und zu guter Letzt bleibt natürlich noch eine Sache, und zwar unser Bereich, der natürlich später auch im Wasser eingebaut wird. Hierbei nehmt ihr einfach eure Blöcke und versucht sie, jetzt habe ich hier schon ein bisschen was platziert, ich mache das nochmal weg, damit man es ein bisschen besser sieht. Die Glasblöcke lasse ich schon mal, das ist ein ganz guter Ansatz. Ich glaube, ich nehme auch noch ein bisschen schwarzen Beton, um das zu sehen, weil das könnt ihr gerne machen, um eure Fenster dann auch zu verkleiden. Also habe ich alles beim schwarzen Beton genommen. Jetzt musste ich nochmal gucken bei meinem Bau, wie ich das gemacht habe. Da hat mir mein Gedächtnis wieder einen kleinen Streich gespielt, da wusste ich nicht mehr ganz genau, wie ich das mache. So, gucken wir nochmal hier auf der anderen Seite. Also wenn ihr das so habt, versucht das so zwei Glasblockreihen hier, dann gleich die nächsten zwei Glasblockreihen, dann macht der eine, zwei und vielleicht am besten drei und lasst das hier so ein bisschen unterlaufen, weil das sieht ganz gut aus, wenn ihr euch das am Ende noch verkleidet. Und dann kann man natürlich auch noch, weil, oh, jetzt habe ich hier andere Seite so, so natürlich, habe ich jetzt noch mir die Glasscheiben rausgeholt, weil die könnt ihr noch nehmen, um das Ganze so ein bisschen abzurunden, indem ihr hier dann immer noch so eine weitere Reihe drauf platziert. Das kann sich aber immer verändern, wie tief ihr euch das setzen müsst, sag ich mal, fürs Wasser oder halt nicht, ne? Könnt ihr euch dann hier anpassen und dann einfach noch so ein paar Glasscheiben hier, zack, überall mal nochmal als Verbindungsstück hier einmal ransetzen. Das rundet das Ganze doch noch ein bisschen mehr ab. Dann haben wir das auch fertig. Wer möchte, kann sich es wie gesagt noch gerne verkleiden. Mir ist auch noch in der ersten Folge aufgefallen, dass ihr euch gesagt habt, dass hier eigentlich nur ein Zaun ist. Macht am besten zweimal Zaun hin und Eisengitter, dann ist die Spitze noch ein bisschen besser. Das ist mir noch so im Nachhinein aufgefallen. Aber ansonsten sind wir fertig mit Planet Express. Wir gucken uns nochmal an, wie es natürlich aussieht, wenn ihr euch das irgendwo platziert. Wie gesagt, verkleidet euch die Fenster, wenn ihr es euch nicht einrichtet. Ist immer schöner, als wenn es hohl ist. Ne, wir sehen es auch hier nochmal, wie ich mir das im Wasser gesetzt habe. Hier habe ich es auch nochmal ein bisschen angepasst halt zu mir, wie ich mir das hier halt runtergezogen habe. Ist halt eine kleine Spielerei an sich. Müsst ihr anpassen, wie tief ihr euch das setzen könnt. Guck mal, bei mir kann man sogar schwimmen. Also das ist so tief, dass man hier schwimmen oder tauchen kann, ne? Wie man es halt sehen möchte. Tja, aber somit haben wir den Planet Express gebaut. Ich bin zufrieden, wünsche dir natürlich wie immer viel Spaß beim Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bleibt gesund, haut's rein und tschüss. Oh, 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 oh
Thank you.